Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ich habe hier, wenn ich mich so drehe, sieht man es so ein bisschen, die andere Waffe ausgerüstet, den Flegel. Und ja, mit dem versuchen wir heute mal so ein bisschen zu spielen. Okay, kann so zuschlagen und. Okay, das machen. Und ich habe die Kriegsarsche zum Ranziehen darauf getan. Und als ich mich gerade hierher teleportiert habe, ist mir aufgefallen, hier ist so ein kleines Ding, so ein ja, versunkenes Haus oder so. Und da gehen wir hingucken, weil. Ja, warte, gleich seht ihr es. Da. Hier steht jemand. It's rather chilly here, isn't it? My mistress sent me off on an errand, but I was accosted by a ruffian, and now I'm in a bind. Could I ask you lend a hand? Perhaps that thug made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it. Only he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Okay. Oh, thank you, dearly. What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. Aber sie meint nicht Patches, oder? Ria, die Speerin. Ja, warte, Ria haben wir doch gehört, dass wir ihr vertrauen sollen, ne? Aber also Patches wäre ja hier in der Nähe. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Ein verlassenes Haus. Ja, es ist ja kein verlassenes Haus. Ein verlassenes Haus? Down the way. Also weiter rein, oder was? Ich habe mich auch, glaube ich, dazu entschieden, dass wir so erstmal dieses Wassergebiet machen wollen. Also wir gehen jetzt die Karte komplett einmal aufdecken und dann in diesen Weg gucken wir uns mal anders an. Ich glaube, das passt so. Weil, ja, dann haben wir halt dieses Wassergebiet, können wir schon so wirklich abschließen oder so. Ich glaube, das passt halt einfach ein bisschen besser. So, hier sind wieder so super, super viele. Heißt das, dass hier wieder ein Vogel ist? Ich weiß es nicht. Was ein Sumpf das jetzt ist, ne? Das Seeland, ja, okay. Ich hätte es eher Moorland genannt oder so, aber. Hallo, mein Kumpel. Aber. Ich glaube, für dich wollen wir. Eine andere Waffe rausholen eben. Oh, oder? Stimmt. Ich könnte auch mal gucken, wie viel Magie bei ihm macht. Ja. Wie viel macht die? Ja, die macht schon mehr, ne? Aua! Sehr große Hummer. Ich könnte mich einfach mit seinen Antennen abstechen, wenn er wollen würde. Oh mein Gott, was? Der kann snipen! Wieso kann er snipen? Also, ja, das war ja absolut dumm einfach gerade.
Achso, by the way, wir haben ja heilige Klinge drauf, ne? Das sollte eigentlich auch ein guter Fernkampfangriff sein. Ja, wann? Okay. 3 Minuten warten. Oh mein Gott! Ah! Okay. Naja, okay. Naja. Okay, da oben auf dem Weg. Okay. Ja, doch. Das, glaube ich, sollen wir hinkriegen. Also, zumindest halt mit der stärkeren Waffe. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit der Schwächeren. Ich glaube, wir sind bald halt auch schon an einem Punkt angelangt, wo wir keine anderen Waffen mehr ausprobieren können. Also, wo wir sie schon upgraden müssten, um sie zu spielen. Und da denke ich mir halt immer so, ach, ja, weiß ich. Ist das ein Weibchen? Ich konnte jetzt nicht ganz drauf achten, aber ich glaube, das war ein Weibchen sogar, oder? Weil die kann man ja erkennen, wenn die deren Schweif so weiter auseinander geht, dann sind das die Weibchen. Beziehungsweise, nee, warte mal, können die sich nicht auch... Die können auch so Hälfte-Hälfte sein oder so, ne? Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit den Tieren, also... Es ist tot. Das ist alles, was ich wissen muss. Warte mal, hier ist noch einer... Mein Gott, das ist ja so belohnt. Einfach nochmal finishen. Oh, nice, nice, nice. Aber dieses, man bekommt nur weißes Fleisch von denen. Ich weiß nicht, ob das so crazy ist. Auf jeden Fall muss man aufpassen, wo die sind hier. Mal schön auf den Boden gucken. So, hier haben wir eine Grace. Ein Place of Grace, hast du gesehen? Mit Gnade, ja. Ich weiß nicht, ich sage immer Grace, I don't know why, aber ja, Englisch und so halt, ne? Und wir haben hier die Karte. Schwuppdiwupp, Norden. Okay. Ja, da waren wir ja. Ich würde sonst noch gucken, was da abgeht. Hier... Ja, und dann sind wir halt schon irgendwo da, ne? Was war's jetzt? 1, okay. Da ist schon wieder so ein Ding. Ich hasse es. Einfach raufhauen auf das Kackding da, ey. Okay, hier ist wieder eins. Sehr schön. Nochmal weißes Fleisch bekommen. Okay. Ja, ich weiß nicht. Jetzt spiele ich halt doch mit der Waffe, anstatt mit der hier, ne?
Was ist das? Junge, du, also, du bist ja absolut krank unterwegs mit deinem Rumgefuchtel da. Was zum? Er hat ja gar nicht mehr aufgehört rumzufuchteln. Wow. Warte mal, hä? Hier chillst du auch? Nee. Das sind andere Wesen. Die auch wenig Haltung haben. Oder ich kann gut Haltung brechen mit dem Ding. Oh, die hören sich niedlich an beim Laufen. Patsch, 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 patsch. Okay, und was habt ihr hier beschützt? Eine goldene Rune 3. Okay. Und da gibt es noch mehr von euch. Na gut. Und ich würde gerne eben mal wechseln. Und zwar auf einen Langbogen. Goldene Rune 6? Ich dachte, die sterben dadurch, aber nee, leider nicht. Okay. Beziehungsweise, warte mal. Nein, 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 geh da einfach weg, bitte. Okay. Wir haben noch keine Höhle gefunden, ne? Ah, da oben ist noch eine Side of Grace. Sehr schön. Ja, okay. Das hätte man vielleicht nicht ganz schaffen sollen, aber ich nehme es mal so hin. Okay, jetzt sind wir doch schon hier. Ja, okay, dann geht es, denke ich, mal wieder nach unten für mich. Oh, Digga, da ist ja noch einer davon. Ja, wir haben die jetzt aber ja gesehen. Was? Okay. Er hat sehr doll gegen den Stein gehauen, glaube ich. Da ist noch einer im Wasser. Junge, die sind hier einfach überall. Da rechts auch noch mal einer. So, was gibt's hier? Ein Schmiedestein 3. Gut. Das hat sich nicht angehört wie der, aber na gut. Ich würde wieder zurückwechseln wollen.
Oh mein. Ey, als ob du mich so hart snipest. Ich wollte die ganze Zeit mich heilen, nur als ich gedrückt habe, hat es einmal nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, okay, ja, dann who cares. Dann reite ich halt noch ein bisschen weg. Aber dann sniped er mich einfach. Was? Crazy Typ. Ja, aber diese Hummer sind hier einfach überall. Okay. Jö, und auf der rechten Seite sind überall Pflanzen, oder was? Boah, das Gebiet, ich mag es jetzt schon nicht. Also, was ist das denn hier? Man sieht fast nichts, wegen dem Nebel und dem Wasser und alles. Und den Bäumen vor allen Dingen auch. Dann sind hier überall diese krassen Hummer und... Wenn es keine Hummer ist, ist es eine Blume. Ey, muss das sein? So, tschüss. Kein Bock auf euch. Ey, hier ist noch einer. Da ist noch einer. Leute. Okay. Na gut, ja. Mhm. Dann komme ich halt von der Seite. Na gut. Mann, ja, okay. So, da Hummerhausen. Hier unter mir war auch schon wieder einer. Nicht so ein Fan von. Da rechts ist auch schon wieder einer. Würde ich gerne ein bisschen unterlassen, da hinzugehen. So. Dann gucke ich noch, ob hier was ist, aber ich schätze mal nicht tatsächlich. Oder? Nee, hier ist einfach nur eine riesengroße leere Fläche. Mann, ich mag euch nicht. Junge, ich rolle hier einen Marathon. So, das wollte ich machen. So. Das ist immer meine Chance, wenn die dann da stecken geblieben sind. Oh, Junge, die sind so nervig. Oh mein Gott. Wie konnten wir vorher nichts davon sehen und jetzt auf einmal Tausende. So, da sind wieder die. Also sind wir eigentlich hier auch durch. Ach du Scheiße. Was ist hier denn los? Also, Junge, Junge, Junge.
Ja, nee, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Ach so, stimmt, das geht ja gar nicht mehr, weil ich keine FP mehr habe. Okay. Ja, das mache ich halt auch mit meiner upgegradeten Waffe, ne? Da habe ich ja keinen Bock drauf. Beziehungsweise, warte. Hätte ich die, könnte ich die nutzen, aber... Ja, komm, tanken wir mal so ein bisschen. So. Junge, einfach Pest Control spielen wir hier. Und hier gibt's nicht mal was, oder? Ach doch, hier hinter. Okay, Schmiedestein 2. Ja, okay, hat sich so halb gelohnt, ne? Naja. Junge, hier. Es sind ja auch unendlich viele einfach, ne? Aber ich habe meine Flasche noch nicht zurückbekommen. Bedeutet, hier ist noch einer. Also da ganz links ist noch einer, aber... Geht der dazu? Ich weiß es nicht. Man könnte meinen, ich bin am Stinken, aber nein, ich bin vergiftet. Okay, wo geht's hier hin? Okay, das würden wir dann eh noch erkunden. Okay. Dann gehe ich hier wieder runter. Wo ist das Ding auf der Karte? Das? Ach so, ja, okay, doch. Also ich habe die halt eher gesehen, weil die halt noch umrandet waren. Aber okay, ja, na gut. Dann ist das auch was, okay. Gut. Zwei, okay. Dann so da in die Richtung. Ah, wir haben das Haus gefunden, was die andere meinte. Also hier ist jetzt eine Invasion oder reden wir mit dem? So Konflikt schlichten und so. Er hat auf jeden Fall kleine Hummer gefunden, wo auch immer er die her hat. Hallo. Gib mir die Halskette. That necklace, what you're after, is it? Well, show me what it's worth to you, and I'll consider parting ways with it. I'm not in love with it or nothing. You're a shrewd one, Chief. First, you hand me the runes, and don't try nothing, neither. Take it. Thing's no damn use to anyone anyway. Your bloody idea, mate. Don't come crying to me later. Okay, ja, wir haben ihn am Leben gelassen. Also, 1000 ist nicht viel. 1000 geht klar. Also, ist super machbar sogar.
Also ich habe da kein Problem mit. Die 1000 kann ich gerne dir geben, wenn ich dafür dann halt weiterkomme in der Quest. Also, ach du Scheiße. Junge, 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 Junge. Ja, also mit denen will ich mich nicht anlegen. Nicht 6 Stück davon. Beziehungsweise, ja, es sind 4, ne? Und, by the way, ja, es sind Weibchen. Weil man sieht hier die Eier, ne? Also, es sieht eigentlich ein bisschen anders aus, aber ich bin ja jetzt auch kein Experte, also. Ja, nochmal ein Schmiedestein 2 wieder. Warte, nee, 3 Stück? Ja, zum Beispiel, also das ist ein Weibchen, weil die hat Eier. Aber er hier hat es halt nicht. Und deswegen erst ein Männchen. Weg da. Es ist so unglaublich. Es ist so unglaublich. Wie könnt ihr das? Das... Schlimmste Sniper, die ich kenne. Einfach Hummer. Also, das ist... Naja, okay. Oh, hier kriegen wir wieder so eine Träne. Okay, einfach ganz normale Animation. Die Geschicktheitsknoten-Kristallträne. Okay, die können auch so ein bisschen schießen und ansonsten macht die immer so ein Rad als Angriff. Okay. Wo soll die jetzt hin da? So, aber ihr wart 2, die runtergesprungen sind, ne? Yep. Okay. Ja, die Gegner mag ich. Die sind nicht zu schwierig. So, eine Kristallträne kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch steigert kurz euer Geschick. Okay, also es gibt das für Geschick, Stärke, Intelligenz, Arkan und so weiter und so fort und alles. Okay. Das Problem ist ja jetzt, die Runen spawnen ja immer ein bisschen weiter davor. Eigentlich war ich schon hier. Aber die sind halt jetzt da gespawnt. Also muss ich nochmal zu denen hin. Was halt mega, mega kacke ist. Jetzt ist halt die nächste Frage. Sind die da drauf gespawnt? Ja. Okay, ich renne einfach eben lang. Dumm. Es ist so dumm. Du kommst nicht vor den weg. Ja, okay. Ich weck die nicht auf. Ich muss da einmal nochmal lang schleichen, glaube ich. Ja, beziehungsweise, die sind jetzt ein bisschen weiter weggespawnt. Sind jetzt nicht sonderlich viele, ne? Aber will ich halt schon behalten eigentlich.
würde den jetzt so gerne einmal noch schlagen, aber nee. Lieber nicht. Nicht, dass ich da dann gleich noch wieder für sterbe und, ne? Nee. Aber hier sind auf einmal viel Steine. Nichts davon eingezeichnet nur wieder. Aha. Gibt es ja auch eine Side of Grace. Und hier gibt es weitere Albino-Krabben. Beziehungsweise, ja, das sind ja so Schlafkrabben. Vielleicht sind die einfach hier. Immer hier. So, nehmen wir mit. Hier können wir uns hin teleportieren dann irgendwann, wenn wir das andere noch erkunden wollen. Ja, aber geben halt auch nur Krabbeneier. Ja, zwei, ja. Mhm. Okay, da sind ein paar Leute. Okay. Er rollt einfach an mir vorbei. Es ist aber eine andere Farbe an Blumen. Aber die machen trotzdem Gift. Ich weiß nicht. Sind das dann auch neue Gegner? Ja, eigentlich schon, ne? Aber, ja, so viel bringen die jetzt auch irgendwie nicht. Warte. Ja, stimmt. Das habe ich mir auch markiert. Da sind so... Ja, drei Stück sind das, ne? Ah, da kann ich mich eigentlich auch schon anschleichen dann. So, du auch weg. Und jetzt du als nächstes, auch wenn du ein Schild hast. Er malt den ganzen Busch an mit seinem grauen oder weißen Blut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kein rotes. Warte mal, wieso ist das hier befallen? Oh. Du Scheiße, was bist du? Na, oh, sehr gut, dass du nicht ausweichen kannst. Schade. So ein Dolch und so ein Schwert, okay. Ach so, das ist ein Parierdolch. Okay, okay, okay. Also Fernkampf ist sehr, sehr hilfreich bei ihm. Deswegen haben die drei Fischleute da diese Fischköpfe. Sind das so, also die sind ja so Blobfische, richtig? Das sind so Blobfische. Die haben da auch nur hingeguckt, weil... Oh, ah, hallo. Ah, there you are. You've had your audience. With the two fingers. Ja. At the round table hold. What was your impression? Ja, die waren großartig. Well,
What a relief that must be. You may go then. My work here is done. May the wisdom of the two fingers guide you. Oh? Die zwei Finger wirken seltsam. Aha. Your intuition serves you well. My doubts had been piling up, you see. The words of the two fingers cannot be trusted. Truly, naught but rambling, senile delusions. I believe that when the Elden Ring was shattered, the two fingers were corrupted, their guidance skewed. Okay. Even worse, the fingers harbor no love for our kind. That's the part that irks the most. Also eigentlich bist du gegen die. Gift for you. Something fit only for the wise. Blutiger Eiterfinger. Fünfmal. A means for circumventing the draw of the two fingers. Give it a try, won't you? And if it please you, may we meet again. I've high hopes for you, my lambkin. Ja, ich hatte das schon ausprobiert. Aber na gut, okay. Soll ich die jetzt, Rosenkirche, soll ich die jetzt töten, den Typen hier, oder? Bluttopf. Okay. Ah, und das ist der Bluttopf braucht auch den anderen, die andere Topfart. Okay, Blutverlust. Ich darf hier nicht rein. Ich darf da nicht rein. Okay, ja. Es ist auch gut, dass ich das jetzt weiß. Okay. Und was hat mir das gebracht? Gar nichts? Also, Armin, er hat mich angegriffen, also... Oh, hallo. Hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Blutflammenklinge. Okay, ja. Also eigentlich hätten die Animation für den Flegel besser machen können. Dass wenn man da halt dann diesen Backstab macht oder Finisher macht oder so, dass man halt auch wirklich mit der Kugel zuschlägt. Also die hätten doch einfach dieses das nehmen können und dann halt von der Seite zuschlagen, oder? Er dreht zweimal und schlägt von der Seite zu. Ah, finde ich nicht so cool. Aber na gut. Naja, können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Das ist schon einige Jahre so fest. Oh, nee, nicht... wie hier. Oh, nee. Und die nehme ich noch mit, so wie die hier. Oh, da ist nochmal so ein Luftballon. Geben die jedes Mal, wenn man sie zerstört... Mann, lass mich in Ruhe. Okay, da könnte man hochgehen, aber naja.
Ja? Suchst du Stress oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, er suchte Stress. Habe ich aber jetzt erst bemerkt. So. Wir nehmen nochmal einen langen Bogen. Ja, man kriegt da immer den Loot. Das ist voll gut, hä? Also, das lohnt sich richtig. Das wollte ich nicht machen. Jawohl, ein bisschen Magie vielleicht für die. Gar nicht schlecht. Schimmerstein. Kokos Schimmerstein. Oh, sehr cool. Dass wir den noch bekommen haben. Ja, hier sind wir schon sehr am Rand, ne? So, da war das. Dann gehen wir weiter. Zu dieser Ruine. Oder halt versunkene Dings, ne? Tempelviertel. Ah, ein versunkener Tempel. Ja, das, da habe ich ja nicht so viel Bock drauf. Das kann böse Sachen mit sich führen. Wie er einfach nur anguckt. Okay, das war sehr, sehr schlecht. Das geht komplett auf mich. Das war einfach nur dumm. Das hätte ich super easy ausweichen können. Und hier ist eine Marika-Statue. Oh. Das bedeutet, dass wir hier auch... Ah, ja, okay. Eigentlich jemanden krasses fighten können. Ja, dann würde ich mal meinen Bogen wieder auswechseln, falls wir dann gleich den brauchen sollten. Was? Miranda-Pulver. Mhm. Miranda-Pulver. Im Laufe der Geschichte war diese duftende Variante des Miranda-Pollens von vor allem bei Parfümeuren. Parfümeuren, ja, beliebt. Er muss aus der Blüte geerntet werden, bevor der Wind ihn verweht. Okay. Oh, eisiges Beil? Eisiges Beil klingt cool.
Aber wahrscheinlich wird das Magie sein oder sowas, ne? Arkan oder so wird das, schätze ich mal, brauchen. Nein! Eisiges Beil ist sogar eine Axt. Standard. Kritisch, oder? Körperlich. Ist halt, geht mehr auf Geschick, aber löst Frost aus. Also ist wirklich eine bessere Axt einfach. Oh mein Gott, das ist cool. Das ist ein richtig geiles Upgrade. Oh, vielleicht will ich auch lieber die spielen. Ja, die Waffen sind halt alle cool und ich denke mir jedes Mal, ja, das will ich spielen, aber... Aber ja, dann halt auch irgendwie nicht, ne? Also... Wieso greift die so komisch an? Ich weiß es nicht. Ach so, weil Ausdauer leer war, glaube ich. Aua. Niemals von vorne angreifen. Von vorne sind die doof. Ha, voll viel Loot bekommen. Ja, ich würde sagen, dann wechseln wir mal. Dann spielen wir jetzt diese Axt. Okay, ja. Ja, gut, okay. Die haben wir dann ja auch. So, da sind Sonnenblumen. Okay. So, nur um die Gegner außen rum zu töten, habe ich jetzt schon alles gebraucht, ne? Vor allem, das löst auch Eis aus. Eis ist auch, glaube ich, ein richtig starker Effekt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also nicht so gut wie Blutung, aber danach direkt der Beste. Also ist halt alles nur Halbwissen bei mir, ne? Also... Ich würde da jetzt nicht drauf vertrauen unbedingt, wenn es um Leben und Tod geht und euch gefragt wird, yo, was ist die zweitbeste Dings, ne? Aber, also, ich glaube schon, dass die ziemlich gut ist. So, jetzt haben wir halt ein Problem. Danke, nehme ich mir. Okay, es sind einfach nur viele, oder was? Na, beziehungsweise der kann auch Eis. Okay. Ah, ich habe nicht genug
nicht genug Punkte für den, okay. Ja, doch, guckt euch das an. Ich glaube, man macht ja typisch so Einfrier-Sachen. Also man macht mit der nächsten Attacke halt dann mehr Schaden, die nach dem Einfrieren passiert. Oder mit den nächsten oder so. Und mit Feuer könnte man es auch wieder lösen oder so wahrscheinlich. Leute, ich bin nur an dir vorbeigelaufen. What the hell? Oh, das ist... Das ist ein Gelehrter oder sowas, ne? Den die hier geopfert haben anscheinend. Beziehungsweise, was war das hier? Raureif-Kristallknospe. Okay, findet man häufig in kalten Regionen. Ist zum Herstellen. Ja, wahrscheinlich ist es dann einfach... Das ist für Magie und das ist für Eis. Genauso wie die Blutrosen dann für Blutsachen sind, ne? Aber das hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Ah, die Waffe, die ist mega. Ja, Input Reading, my ass, Alter. Junge, also wirklich. Also, das muss doch nicht sein. Ja, okay. Na, oder? Von hier aus? Nee, komm. Dann reiten wir mal zurück. Wir haben ja zumindest auch wieder Heilung. Die Statue da schon nicht mehr getriggert hat. War ich schon so weit entfernt? Ich weiß es nicht. Ey, Mann, ich... Oh, nee, ich komme nicht klar. Ach, ja, okay, wir haben eh keine Runden mehr jetzt, dann ist ja eh egal. Dann ist es eh egal. Gut, dann haben wir den ja alles so abgeklärt. Hier könnten wir hin und dann sind wir aber auch schon wieder hier. Also müssen wir dann da so noch alles uns angucken. Ja, okay. Was war das? Eins, ne? Ne, zwei, okay. Ja, doch, ich muss schon sagen, ist cool hier auch, aber... Ich weiß nicht, ob ich das halt immer cool finden würde. Ich glaube, irgendwann nervt es halt sehr. Also sollte jetzt nicht... Ich glaube, nächste Folge machen wir halt ein anderes Gebiet von der Umgebung her, weil zu viel von dem Wasser hier ja, nicht so nice dann mehr. Da ist eine Gnade. Bin ich weg? Hilfe. So, hallo. Okay, ja, dann hat sich das ja schon gelohnt, hierher zu kommen. Sehr schön, sehr schön. Waren wir nicht bei dem Ding sogar schon mal lang? Nee, ne? Nee. Obwohl, ich weiß gar nicht. Ja, das war auch schon das Ding jetzt, ne? Ja.
Ah, obwohl, man kann hier nochmal ein bisschen mehr reinreiten. Ja, aber da sind auch nur diese Fischköpfe da. Okay, gut. Dann würde ich sagen, haben wir das. Yep. Schön. Mal da hoch. Ich weiß nicht, man sieht halt immer... Man sieht halt immer wieder diese Art von Gebäude, ne? Also diese... Was sind denn das? Also diese Dinger hier, die sieht man überall immer. Auch obwohl das halt eigentlich andere Ruinen sind, oder? Hätte ich zumindest jetzt gedacht. Okay, Regenbogensteine. Ja, na gut. Na gut, na gut. Torstadt der Akademie. Meine Güte, sprechen und so. Nee, da kann man nicht rein. Okay. Was wollt ihr denn? Also seid ihr die Akademie-Leute oder was? Also ich weiß ja nicht. Ah, achso, wir sind jetzt hier. Okay. Ja, obwohl, also, wenn hier halt alles überflutet ist, ne, kein Wunder, dass hier so Fischmenschen leben. Dass die sich hier dann eingefunden haben. Eine goldene Rune 4, okay. Jo, okay. Noch ein paar Trinas Lilien. Ach komm. Ist St. Trina nicht auch für Schlaf zuständig? Dann werden die doch auch in Schlafsachen gebraucht, die. Oder? Ja, noch weiter nach oben. Okay. Also, hier gibt es halt nicht viel, ne? Hier ist, liegt halt viele in Ruinen, aber Loot gibt es hier nicht mehr so. Also, wirklich. Ich weiß ja nicht, ob das sein muss, aber na gut. Ja, also ich glaube nicht, dass der die jemals wieder antworten wird. Hello, friend. Tell me if you know, would you? The whereabouts of the hidden house of those despicable fiends. The recusants who hunt their fellow tarnished. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. I, Dialos, swear to deliver the message. Das ist doch der, den wir hier im Hub gehabt haben. Hier. Der hat doch gesagt, ja, Lanya, die ist immer überall und nirgendwo. Und ja, die ist so schnell weg. Ja, jetzt ist sie für immer weg. Okay. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. Yeah, okay. I, Dialos, swear to deliver the message. Okay, du wirst Rache ausüben. Okay.
Ja, also ich muss jetzt nicht mehr gegen all die kämpfen hier, oder? Also ja, wir haben die Fischmenschen jetzt gesehen. Also, ob es jetzt 100 oder 10 Fischmenschen sind, die ich erledige. Letztendlich wird sich da nichts ändern dran, glaube ich. Sehe am Schrein. Die Kiste hier oben würde ich aber gerne mitnehmen. Sind die eigentlich schwach gegen Feuer? Weil... Hä, war nicht... Ach so, der ist runtergefallen. Ich dachte gerade, hä, war da nicht eigentlich jemand neben mir? Aber nein. Weil... So, die sind ja auch eisaffin, mehr oder weniger. Also, ne? Die können ja auch Eis speien. Ah, Schimmersteinmetz. Hier, das Handbuch 4, okay. Das gibt uns Magietopf, Magietopf mit Kordel und Schildfett. Was? Was? Also, ein Magietopf. Magietopf mit Kordel und... Okay, Schildfett. Erhöht die Abwehrfähigkeit und alle Schadensresistenzen. Mhm, okay. Was braucht man dafür? Einfach nur die Schimmersteinglühwürmchen. Okay. Aber warum brauchen die halt jetzt eine andere Art von Topf? Das habe ich auch noch nicht verstanden. So. Ist da hinten noch was? Nee. Gut. Dann... haben wir das. Also, ja, wie gesagt, ne, habe ich ja auch schon letzte Folge erzählt gehabt. Ich versuche so nicht alles zu zeigen, weil das wäre, da würde ich gar nicht hinterherkommen, da bräuchte ich selbst einen Guide für. Aber so einiges, so circa vielleicht. Aber wenn ich 90% schaffen würde, dann wäre ich schon echt happy. Deswegen gehen wir ja auch nochmal zurück ins erste Gebiet irgendwann. Gut, hier waren wir aber ja auch schon, ne? Beziehungsweise hier ist noch so ein großes Gebäude links. Okay, ja, gucken wir uns das an. Kann man da rein? Nee, ne? Okay, ein Dunkelschmiedestein 2. Ja, dann hat sich das ja doch zumindest noch gelohnt. Oh, das hat sich auch gelohnt. Wir haben deren Waffe bekommen. Sehr schön. Ja, die Waffe, die mag ich doch sehr gerne. Die können wir uns dann auch irgendwann mal angucken. Aber nicht jetzt. Das war nicht der Sprung, den ich da schon haben wollte. Na, okay, da kommen wir noch nicht ganz hoch. Okay. Die sind ja alle respawned. Ja, nee, dann muss ich ja noch einmal hochgehen. Das habe ich ja noch ganz vergessen. Okay, hier sind Gräber, richtig? Ja.
Ja, und deswegen seid ihr auch hier. Okay. Junge, was? Das ist auch eine krasse Explosion im Gegensatz zu sonst so, oder? Ja, die Menschenknochensplitter will ich aber auch, glaube ich, haben. Deswegen passt das ziemlich gut. Weil irgendwo für brauchte ich noch welche davon. Naja, schon wieder Gift hier. Oh, warte mal. Wir können eben einmal... Oh nein, das ist ein Teleporter. Ja, okay. Ja, okay, gut. Dann gucken wir nochmal, wo uns das hier hinführt, ne? An anderen Ort reisen. Sehr viel Teleporter. Okay, ist aber auch das Magieland hier, ne? Also, sollte mich das eigentlich nicht wundern. Oh! LOL. Karte. Oh mein Gott. Das ist auch die komplette linke. Okay. Hier ist noch ein Baum. Okay. Und ja, hier ist dann das Schloss. Mhm. Hier oben ist nochmal ein Schloss. Okay. Das irgendwie... von Caelid ein Stück oder so. Da ist noch ein Baum. Hier ist auch wieder so ein Stück. Okay. Und da sind wir gerade gewesen. Hier oben hin sind wir ganz gekommen. Okay. Ja, aber ich würde dann zurückgehen. Aber ist schön, dass wir schon mal die gesamte Karte haben von dem Gebiet. Dann können wir ja noch mehr alles erkunden und so, ne? Apropos erkunden. Ich würde gerne mal erkunden oder mich erkundigen, wie viel Runen die hier geben. 100 nur. Und die? Sag mal, was ist denn hier los? Hallo? Mann! Okay, ich hole jetzt schon meine andere Waffe. Also, ja, doch, mit dem Eiseffekt ist ganz cool. Und es ist halt immerhin trotzdem noch eine Axt. Aber... ich weiß nicht so recht. Ja, genau, den wollte ich haben hier. Ja. Für gut, dass ich jetzt 3 Waffen tragen kann. Ohne halt übergewichtig zu werden. Ah, deren Helm, okay. Ey, komm, also muss das sein? So, 122, ja, okay, die bringen tatsächlich nichts, ne? Ey, Ziel auch richtig, Mann. Ich will mich mal lieber heilen.
so viel. 1270! Aber lohnt sich das von der Zeit her? Ich weiß es nicht. 4. Okay, ja, 3 haben wir ja schon sogar erkundet gehabt. Das brauche ich ja gar nicht mehr. Also 4. Ist das hier zu hoch? Na, doch. Ist schon nicht ohne die Höhe, ne? Okay. Gut, gut, gut. So, hier gibt's noch eine Kiste. Ich hab doch safe schon 3 Kisten übersehen, oder? Steinschwertschlüssel, sehr schön. Ja, man könnte halt auch hier in dem ersten Dings, also wenn man hier wieder zurück und dann reingeht, hier ist ja auch so ein Ort, wo man die Steinschwertschlüssel benutzen könnte, ne? Das ist ja auch zum Beispiel noch eine Sache, die wir machen müssen in Limgrave. Ich glaube, das mache ich dann auch als so eine Folge alles vielleicht. Wo ich dann auch so ein bisschen mehr schneide und so. Wo ich dann halt... Ah, okay. Hier war auch direkt eine Gnade. Schade, dass ich die nicht erst gesehen habe. Dass ich so... Ja, ich mache alles, was ich da noch so weiß, dann in einer Folge oder so. Den Boss, den Todesvogel, dann die anderen Bosse, die ich noch weiß, die ich euch noch nicht gezeigt habe. So. Okay. Das haben wir dann einmal eben dahin, genau. Mal gucken. Und dann endet diese Folge auch schon bald. So lange haben wir gar nicht mehr. 18 Minuten noch so circa. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch so viel Gift verursacht. Okay. Was? Wo kommst du denn her? Boah, da habe ich gerade Glück gehabt, dass mich... Leck. Dass mich der Dings nicht tötet. Das Gift. Oh ja, danke. Diese mehr silbernen, beziehungsweise halt einfach die großen, die nerven mich schon. Die sind schon nicht... Ja, hier, komm. Was ist da... Er spottet mich auch einfach aus, also... Gib mir lieber deine Waffe. Oder dein Schild geht auch. Schade. Ja, warte, gleich Gift Proc. Wartet. Hä? Oh, bitte bevor das. Ja, okay. Und finishen! Okay. Wie viel gibt die?
399 ist ja nichts für die Zeit. Derzeit mache ich so schnell zwei von diesen Guard-Leuten. Naja, okay, einfach weiter geradeaus. Ne? Ja. Okay, ja. Ja, okay, die führen aber auch nirgendwo hin. Anscheinend. Also außer halt zu noch mehr Blumen und noch mehr Blumen und noch drei Blumen. Und zu einer Gnade. Sehr schön. Ah, okay, und dann geht's hier auch hoch. Okay. Ah, und dann kommt man so hier hin. Ansonsten ist man oben und läuft hier oben und dann weiter. Mhm, mhm. Was steht da? Okay. Wahrscheinlich der Name von dem Gebiet hier oder so. Nee. Ich möchte da ungern weitergehen. Das würde uns eh nur in den Tod führen. Da oben, ne? Ist auch noch so eine Kirche. Ja, okay, gut. Dann haben wir das ja alles. So, und hier soll laut, nein, das war falsch. Laut nicht der Karte, sondern der Karte hier ja das sein, ne? Ja, das ist die City und dann in dem oben. Ja, gut, dann gehen wir da noch mal hin. Da waren wir da auch. Das hier war abgeschnitten. Ja, okay, dann 1, 2, 3 und da noch und wo habe ich unseren ersten hin? Da, da waren wir doch, oder? Da könnte man noch hin, aber... Gut, dann fangen wir von hier unten an und... Ja, gehen so nach da oben. Also, wir fangen an mit 3. Okay. Dicht hier... irgendwie sehr viel Stein hier im Weg. Ist gar nicht so mit gerechnet. Ah, so, das sind alles Kirchen. Oha, wir haben ja noch richtig viele vor uns. Auch das Gebiet hier ist eine Folge wahrscheinlich, ne? Ja, ich höre es, aber... Komm mal da rein. Hä? Gefühlt Arena einfach. Hier ist das Poison-Gebiet. Warte mal, hä? Hier unten geht's aber lang.
Oh mein Gott, hier geht so weit lang. Hilfe. Okay, also hier drunter ist halt auch viel. Zaubert da schon was auf uns? Ist so angehört gerade, ne? So habe ich... Ja, da vorne ist er, ne? Lieb. So, ein Dunkelschmiedeschrein 2. Schon wieder ein Zweier? Haben wir nicht schon viele Zweier? Das ist immer noch so Einser-Runen sind, ne? Ja, okay. Also, ich... Also hier so drunter, würde ich es mir mal markieren, dass wir das dann nicht vergessen. Aber da jetzt noch lang zu gehen, nicht so Bock. Vor allem, weil es mir so viel Gift ist. Und ja, Gift, ich mag Gift nicht. Gift ist nicht so mein Type of Style irgendwie. Weil du musst da halt mit Pferd durchreiten. Ansonsten bist du halt instant vergiftet. Einfach. Und ja, ach, I don't know. So, zwei von denen bewachen das Ding hier, aber hier so weit nicht. Warte, waren wir hier schon? Oder gibt's da wirklich nichts? Ich weiß auch gar nicht, wer war denn das hier? Nee, die nicht. Die war das, ne? Raya, die Speerin. Der können wir auch die Halskette noch geben. Boah, hier sind ja so viele von den Dingern. Also das ist einfach das Gebiet von denen. Hör mal, haben wir hier nicht die Waffe her? Ja, Tempelviertel. Jip, jip, jip. Okay. Habe ich gar nicht gemerkt, dass die hier aus... Ach, dass die da außen drum sind. Drumherum sind. Oh mein Gott, da sind ganz viele fliegende Sachen. Oh nein. Gib mir mal eben meinen Langbogen wieder. Da. Mann! Steig auf dein doofes Pferd auf! Mann! Nein, das war die falsche Seite, die ich hier zwar nicht genommen habe. Als ob. Oh mein Gott, und dann läuft er auch noch weg. Ich krieg's Kotzen von den Dingern. Jetzt schon. Ah, warte. Starb einfach. Und was bringen die einem? Sag mir nicht, dass einer von euch eine Kriegsasche hat.
Dann bin ich aber auch so raus aus diesem Spiel. Ja, oder man muss alle töten davon. Das kann es auch sein. Okay. Mann, renn nicht weg, ihr doofen Dinger. Oh mein Gott, da ist ein Drache. Ich glaube, wir wissen, wer den Schlüssel bewacht. Einfach ein Drache. Oh mein Gott. Ja, na gut, okay. Nächste Folge kann interessant werden, I guess. Ey, das... Nee, das nehme ich nicht. Das ist verarsche. Jetzt komm her. Was hat mir jetzt gebracht, davon x viele zu töten? Da ist einfach ein Drache. Oh mein Gott, unser erster Drachenfight. Holy shit, das kann richtig nice und richtig scheiße werden, je nachdem. So, hallo. Deinen Kollegen habe ich schon umgebracht. Was zum... Hä? Dinger, ne? Wo bist du? Da bist du. Weg! Dunkelschmiedestein 2, sehr gut. War das alles hier in diesem kleinen Fleckchen Land? Ja, ne? Anscheinend. Okay. Oh, da sind schon wieder Krabben. Hummer. Gut, dann wollen wir mal dahin irgendwann später. Und wir gehen jetzt hier nochmal hin zu Patches in die Nähe. Denn da können wir ja noch die eine Halskette abgeben. Da. Hallo. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. Sie ist irgendwie komisch aus, aber ja, hier. Oh, yes. That is my missing necklace. Thank you kindly. I am in your debt. Did I forget to announce myself?
I am Raya, in the service of Lady Tanith of the Volcano Manor. I seek Stalwart Tarnished, who might join our house. You are very brave yourself. Not only a steady hand, but a steady heart. Merciless, even to your own kind. Such strength is precisely what my mistress seeks. Please, take this. Einladung von Haus Vulkan. Brave Tarnished, seek the Altus Plateau, the realm of the Erdtree. Most Tarnished are doomed to wander the outskirts of the lands between, peering wistfully at the towering Erdtree. But you are no ordinary Tarnished. And once that is proven, the Volcano Manor will fully extend its invitation to fight amongst a family of champions. Oh, and one more thing. Only for you. This land of Liurnia is connected to the Altus Plateau by the Grand Lift of Dectus, beyond the High Road. But the lift has been defunct for an age, meaning there's no simple means of passage. Instead, you must seek the old ruins in the cliff. At the base of the valley, near the Grand Lift, there's an old tunnel. It was excavated from both ends, linking Liurnia to the Altus Plateau. I have faith in you. A champion through and through. I do hope that we can meet again. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo sie gesagt hat. Seek the old ruins in the cliff. At the base of the valley, near the Grand Lift, there's an old tunnel. It was excavated from both ends. Linking Liurnia to the Altus Plateau. Okay. I have faith in you. Ja. Mal gucken. Ja, nächste Folge steht dann erstmal eher hier an anscheinend. Um dann hier reinzukommen. Und dann ist das hier wahrscheinlich wieder so eine Angelegenheit wie das Ding hier. Wobei, ja, das ist auch eigentlich... Ja, sind, nee, die sind nicht gleich groß, ne? Das Ding ist kleiner. Mal gucken. Und ansonsten, falls ich den Drachen nicht schaffe, gehe ich, glaube ich, nochmal hier so außen lang irgendwo. Ja, das kleine Gebiet haben wir ja schon gemacht. Ja, okay. Gut, dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet bei dieser Folge. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, weil ich glaube, also den Drachen zu bekämpfen, ich glaube, das ist schon sehr spannend, ne? Gut. Dann, ciao, ciao.